Ja, Mois, willkommen zurück zum neuen Video. Und zwar habe ich mir ein neues Format überlegt. Es gibt die App Woke Runway, glaube ich. Und da kann man sich von den ganzen Shows die einzelnen Bilder anschauen, von verschiedenen Marken, von den verschiedenen Jahren eben. Und ja, ich dachte mir, ich suche jetzt einfach mal verschiedene Marken raus. Ich denke, das wird so ein Format, was ich halt länger bringe, so ein fortlaufendes Format. Und ihr könnt immer entscheiden, welche Marken ich nehmen soll, beziehungsweise welche Kollektionen. Und ja, ich habe jetzt am Anfang mal ganz spontan mir eine Show von Vetements rausgesucht, war die zweite Show, die gedroppt wurde. Also die erste war Spring 2015. Fand ich ultra wack, deswegen habe ich jetzt von da nichts reingenommen, beziehungsweise die Fits waren jetzt für mich nichts Besonderes so wirklich. Und jetzt habe ich die von Fall 2015 und ich habe mir jetzt einfach 5 Fits rausgesucht, die mir taugen. Und ich werde da ein bisschen was dazu erzählen, beziehungsweise meine Meinung dazu sagen. Und ja, ich würde eigentlich direkt schon mit dem Video anfangen. So, vorab muss ich noch sagen, die Fits, die ich vorstelle, sind 5 Frauenfits. Da waren jetzt, glaube ich, 2, 3, 4 Männer dabei, die aber ultra wack waren, weswegen ich sie nicht mit reingenommen habe. Zu dem ersten Fit, die hat dann einen ultra oversizeden Mantel an, geht ja gefühlt fast bis runter zum Boden. In dem rechten Ärmel, glaube ich, hat sie gar nicht ihre Hand drin, also von ihr aus in dem rechten Ärmel. Ja, Mantel meiner Meinung nach ultra krass, auch weil der hier an einer Seite so hoch steht, an der anderen unten und so komplett verdreht ist, finde ich sehr, sehr krass. Also jetzt wahrscheinlich nicht für den Alltag, aber auf dem Bild finde ich es richtig gut gelungen. Dann wahrscheinlich auch ein Hemd von Vetements in der einen Seite reingesteckt, in der anderen drunter. Und so eine Tasche, die hätten wir zu meiner Meinung nach weglassen können. Sieht man jetzt eh nicht viel, nur von der Seite so ein bisschen. Und ja, Hose sieht man in dem Fall auch nicht. Die hat da irgendwie noch irgendwas Helles, scheint da unten durch. Was das sein soll, habe ich absolut keine Ahnung. Und dazu so bordeaux-rote High Heels. Ja, wie gesagt, habe ich reingenommen, weil ich den Mantel absolut crazy finde und das mit dem Hemd eigentlich eine sehr, sehr krasse Kombo ist, finde ich auch, und so wie der getragen ist, sehr, sehr stark aussieht, finde ich. Und ja, das wäre es eigentlich so viel zum ersten Fit schon gewesen. So, dann zum nächsten Fit. Als ich da so durchgeskippt habe und geguckt habe, welche Fits mir taugen, habe ich den als erstes gar nicht drin gehabt, aber ich habe mir die dann alle zweimal angeschaut und ich finde, ja, wie davor, Mantel absolut geisteskrank, auch die verschiedenen Grüntöne von diesem Rollkragenpulli und den Mantel sehr, sehr krass kombiniert. Dann eine helle Jeans, kann man eigentlich mit so grünen Tönen meiner Meinung nach nie was mit falsch machen. Diese eine Tasche da, was er am Arm hat, keine Ahnung, was das darstellen soll. Und so braune oder orangene Boots, finde ich sehr, sehr krass. Rot ist ja die Komplementärfarbe zu grün, aber in dem Fall auch richtig, richtig krass, richtig krass kombiniert. Und ja, wie gesagt, war eigentlich einer, wenn ich das stärkste Outfit fast, was ich in der ganzen Show da gesehen habe, beziehungsweise von den Bildern. Und ja, wie gesagt, absolut krass kombiniert. So, dann zum dritten Fit. Ja, hat Chris vorher auch schon gesagt, als ich ihm gezeigt habe und gefragt habe, wie er einen Fit findet, hat er gemeint, Digga, die Tasche absolut geisteskrank zu diesem dunkelblauen Regenmantel oder Trenchcoat, was auch immer das sein soll. Und ja, wieder dasselbe Spiel mit diesem Hemd, was auf einer Seite so stuck in der Hose ist und auf der anderen Seite, oder ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, dass es auf einer Seite kürzer ist und es gar nicht reingesteckt ist. Dann dazu so einen kürzeren Rock, der vorne so gesplittet ist und dazu so braune, dunkelbraune oder schwarze High Heels wieder mit so einem dicken Plateau. Ja, finde ich sehr, sehr krass auch kombiniert, weil wie gesagt, ich finde, da sind immer so ein paar Pieces drin, die komplett entgegengesetzt zu der anderen Farbe sind, also eigentlich Farben, die im Endeffekt null zusammenpassen, aber in den Outfits übelst crazy ausschauen. Diese grüne Tasche zu diesem dunkelblau und dann noch so ein hellblau mit dem Rock und den Schuhen, ja, wenn man den so auf dem irgendwie auf einer Fashion Week oder so sehen würde, würde ich sagen, Junge, eins der krassesten Outfits wahrscheinlich, was ich gesehen habe. Und ja, diese Hemden von Vetements finde ich auch absolut krass, bloß nicht mehr so, so leicht zu finden, wahrscheinlich über Grailed und dann Zoll am Start, deswegen, ja, hätte ich eigentlich auch Bock auf so ein Hemd, mal gucken. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon so viel zum dritten Fit gewesen. So, dann zum nächsten Fit, beziehungsweise eigentlich schon zum vorletzten. Als ich den Chris gezeigt habe vorhin, hat er gemeint, das war eins der ersten Bilder, was er von Vetements gesehen hat, beziehungsweise von so einer, von so einem Runway-Bild. Und ja, was kann ich da eigentlich groß zu sagen? Ich finde, die Jacke ist absolut geisteskrank, würde ich jetzt persönlich niemals tragen. Und ich finde auch sehr, sehr schwer zu kombinieren.
Aber das ist, glaube ich, so eins der ersten Bilder, wenn nicht das erste Bild mit dieser Alpha-Jacke, die rauskamen. Und ja, Layer halt dreimal gelayert sozusagen. Einmal so einen grauen Hoodie hätte jetzt man meiner Meinung nach weglassen können, ist ein bisschen unnötig. Dann so ein schwarz-weiß kariertes Hemd, aber auch absolut oversized, finde ich absolut krass unter der Jacke, also sehr, sehr stark kombiniert. Und dann halt wahrscheinlich keine Hose an. Und die Boots, muss ich ehrlich gestehen, finde ich eigentlich relativ krass. Jetzt nicht unbedingt in dem Dunkelblau, wären die in Schwarz gewesen, wären absolutes Brett. Ja, finde ich sehr, sehr gewagt, das Outfit. Aber halt, ja, wie gesagt, für so einen Runway absolut geisteskrank. Und ja, widerspiegelt halt mehr oder weniger so Vetements mit dem ganzen Oversized-Look. Und ja, wie gesagt, Hemd zur Jacke absolut krass, Hoodie hätte ich weggelassen, Schuhe andere Farbe, aber an sich ein richtig cleanes Outfit. Und dann eigentlich schon zum letzten Fit ist meiner Meinung nach der krasseste Fit, was ich eigentlich so von Runways bis jetzt gesehen habe vom Vetements. Der Pulli, der OG Vetements, krassestes Piece vom Vetements, auch krasser wie der Coming Soon und alles andere finde ich. Also gibt für mich kein besseres Piece vom Vetements, das zurzeit auf dem Markt ist. Dann diese Lederjacke ist jetzt wieder Geschmackssache, ich bin jetzt nicht so ganz der Fan von so Oversized Lederjacken, weil, weiß ich nicht, feiere ich allgemein die Ästhetik irgendwie nicht. Und ja, dieses Schwert auf dem Arm finde ich absolut sick an der Lederjacke, aber halt ja, wie man Vetements kennt, halt wieder Oversized Optik, wahrscheinlich darunter auch wieder keine Hose und darunter wieder diese dunkelblauen Boots. Wie gesagt, hätte ich Boots in Schwarz genommen, fände ich, hätte besser dazu gepasst, aber ja, dieser Oversized Hoodie, was meiner Meinung nach das krasseste Piece ist, zu dieser Oversized-Lederjacke, sehr krass kombiniert und halt auch, weil ich weiß nicht, der Look geht für mich so in die Richtung Emo schon fast, so alles sehr, sehr dunkel, auch so der Blick von ihr und die Haare so, keine Ahnung, also wie gesagt, absolut krass und ja, das wäre es dann eigentlich so viel zu dieser Kollektion gewesen, beziehungsweise zu dem Runway. Und ja, lass mich gerne mal wissen, welche Marken ich dran nehmen soll. Soll ich jetzt allgemein von der Marke alle Runways durchschauen und da die krassesten Fits raussuchen oder sagt ihr speziell von einem Jahr oder speziell von einer Marke? Könnt ihr mir mal das ganze Spiel unten da lassen, damit ich da Bescheid weiß für die nächsten Videos. Und dann will ich schon sagen, wenn es euch gefallen hat und wenn euch die Idee gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Und dann will ich schon sagen, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus.